die Stimmung habe ich als sehr positiv erlebt. Ich habe es als sehr entspannt erlebt. Ein krasser Gegensatz zum Anfang. Am Anfang war sehr viel Nervosität im Raum für mich wahrnehmbar. Die Leute haben nicht wirklich gewusst, auf was sie sich da einlassen, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Und heute war für mich sehr getragen von dem Gesamtprozess, der vorher gelaufen ist. Vor allem mit dem Tut auch, wo dann sozusagen wirklich eine größere Gruppe von Menschen das mitträgt. Und das ist, glaube ich, für alle recht gut spürbar, dass sie merken, da gibt es viele in dem Raum, die mitgewirkt haben, die das auf ihre Art unterstützt haben. Und das hat sehr viel für die Stimmung auch beigetragen. Und die Stimmung war für mich so, dass sehr viel Interesse an den Inhalten war und dass der Prozess eigentlich nicht grundsätzlich angezweifelt wurde. Ich hätte mir erwartet, dass heute sehr viel mehr Irritationen dadurch ausgelöst werden durch diesen Artikel, den es gab, wo Minister Gabriel nochmal sozusagen vorgeschlagen hat, die Gleichstrompassage hierher zu verlegen. Das hätte potenziell sehr viel Unruhe erzeugen können. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es nicht so war. Und sehr zufrieden damit, wie viele Menschen sich da eingebracht haben und das auch so gemeinsam sozusagen mittragen jetzt. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, die Menschen, die gekommen sind, haben sich gehört gefühlt. Und das ist für mich ein bisschen der Schlüssel. Wenn sich Menschen gehört fühlen, müssen sie nicht laut schreien, um sich Gehör zu verschaffen. Und da ist für mich der Zusammenhang. Es war so zufrieden, die waren sicher nicht glücklich mit all diesen Varianten. Und jeder oder jede wird vielleicht in der einen oder anderen Variante auch wirklich betroffen sein. Aber es war Möglichkeit, sich zu äußern, sich zu informieren, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Sie haben nachvollziehen können, die Untersuchungen, sie haben den Aufwand auch gesehen. Sie haben gesehen, dass andere Bürgerinnen und Bürger, die sie kennen, oder die Bürgermeister, die sie kennen, dass sich die Mühe gegeben haben, da im Trassenuntersuchungsteam auch genauer drauf zu schauen. Und das hat für mich diesen besonderen Abschluss auch ausgemacht. Ich habe vor allem, was habe ich positiv gefunden? Ich habe gefunden, dass wir insgesamt sehr viel gelernt haben. Und das Lernen hat für mich sowohl betroffen, was funktioniert wann, aber genauso viel mindestens sozusagen zu diesen Rahmenbedingungen. Ja, also es war gleichzeitig ein extrem mühsamer Teil, weil sich die sehr viel verändert haben. Aber da bin ich sehr zufrieden, dass wir, glaube ich, relativ hartnäckig versucht haben, dort auszuloten, was ist wirklich der Entscheidungsspielraum. Und auch, und das muss ich auch wieder dir zugute halten, mit einer sehr großen Hartnäckigkeit versucht haben, ein hohes Maß an Verbindlichkeit aufrechtzuerhalten. Also wirklich zu schauen, was war ausgemacht, wurde das eingehalten und wenn nicht, auch eine Begründung zu liefern. Weil ich glaube, das ist eine wirkliche Basis für das, was dann, was wir so bezeichnen mit diesem Aufmachen, wenn Leute sozusagen eigentlich dem Vertrauen schenken. Ja? Also dieses Vertrauen hat etwas mit zu tun, ich merke, die meinen das ernst, das ist authentisch, mit ich werde gehört, weil es ist irgendwie so, dass ein ebenes Feld dort ist, ja, dass allen zugehört wird und das auch aufgenommen wird. Aber genauso mit das, was ausgemacht war, hat es auch Bestand und gilt das. Ja. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, nicht weil die Leute nicht bemüht sind, sondern weil halt TENET als Vorhabensträger auch unter ganz anderem Druck steht. Also für die sozusagen Zeit ein absoluter Kostenfaktor. Und es klingt so eine allgemeine Weisheit, dass Beteiligungsprozesse Zeit brauchen. Und das war von Anfang an zum Beispiel ein Thema, wo ich sehr zufrieden bin, dass wir letztlich es erreicht haben, dass auch Dinge Zeit bekommen haben. Ja? Das ist etwas, was jetzt weniger so sichtbar ist und wo auch die direkt im Projekt Beteiligten von TENET sich sehr engagiert haben, glaube ich, im Unternehmen. Aber was für das Unternehmen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja? Also ich glaube, es wird in der Regel immer noch so geplant, wie halt immer geplant wurde und dann macht man zusätzlich Bürgerbeteiligung, dass das aber in dem Planungsprozess sozusagen ein eigener Schritt ist, der einfach auch Zeit braucht und dass es nicht eine Verzögerung darstellt, sondern einfach Teil des Planungsprozesses sein sollte. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, bei dem TENET steht und ich glaube, da haben wir was mitwirken können. War ganz froh, dass die Gemeinde mitmacht, das war auch Überzeugungsarbeit, in dem Fall das KWI geleistet hat, dass die sozusagen am Anfang nicht wussten, sollen sie sich darauf einlassen oder nicht und heute hat der Bürgermeister auch begrüßt und sich bedankt und verabschiedet und hat irgendwie gesehen, das war gut, diese Arbeit. Genauso die Behörden haben nicht gewusst, sind sie befangen, wenn sie da mitmachen. Sie sind ja nachher diejenigen, die da auch begutachten. Ich glaube, die haben gut eine Rolle gefunden, wo sie so Beobachter sind, aber auch sich trotzdem dann eingebracht haben.
Und von den Bürgern hat mich gefreut, dass Leute, die jetzt nicht gewohnt sind, sich öfter in großen Gruppen einzubringen. Ne? Ich den Eindruck hatte, die Hemmschwelle, sich dort einzubringen, war gering. Und die haben das sagen können, was ihnen am Herzen lag oder was sie sich ärgern, was ihnen wichtig ist. Über diese Momente habe ich mich sehr gefreut, wenn ich das Gefühl gehabt habe, da wird jetzt einfach offen geredet und nicht irgendwie lang hinten angehalten. Ne? Also ich möchte es ein bisschen für STUT betrachten, für das Trassenuntersuchungsteam. Da hat mich sehr gefreut, dass gut gelungen ist, in dem Trassenuntersuchungsteam sowohl Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden, als auch Organisationen, eben die Verbände und die Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Bürgermeister und natürlich auch TENET. Das war für mich das erste Mal, sowas auszuprobieren, mit Bürgerinnen sozusagen und Organisationen gemeinsam. Und vielleicht gibt es das eine oder andere, was man daran verbessern kann, das sehe ich schon. Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Und auch der Aufwand, den die Menschen im Trassenuntersuchungsteam auf sich genommen haben, dass sie dabei geblieben sind. Und das war wirklich ein Aufwand. Und für alle, auch für die Organisationsvertreter, Vertreterinnen, da 2 Tage sich abzuzwacken aus ihrer normalen Arbeitszeit oder bei den Bürgerinnen und Bürgern aus ihrer Freizeit. Und sie haben es gemacht. Und besonders schön war für mich dann im letzten TUT-Workshop vor 2 Wochen, haben wir in der Abschlussrunde gefragt, 2 Fragen haben wir gehabt. Das eine war, würden Sie wieder mitmachen, wenn wieder so ein Trassenuntersuchungsteam einberufen würde? Und da haben alle, bis auf 2, haben ihren Punkt geklebt, ja, wir würden wieder mitmachen. Und die 2, die nicht bei Ja geklebt haben, haben nicht bei Nein geklebt, sondern dazwischen, zwischen Ja und Nein. Also es war auch nicht so ein eindeutiges Votum, nein, will ich nicht mehr mitmachen. Also nur 2 waren so ein bisschen im Zweifel und alle anderen würden wieder mitmachen, was für mich ein Zeichen war, dass dieser Prozess offensichtlich für Sie auch ein Angebot war, wo Sie das Gefühl gehabt haben, ja, das können wir gut nützen, da können wir uns einbringen. Das war das Erste. Und das Zweite, was wir in der Abschlussrunde gefragt haben, war, haben Sie etwas bewirkt im TUT? Und auch da ist einiges zusammengekommen, wo die Teilnehmerinnen das Gefühl gehabt haben, ja, wir haben wirklich was bewirkt. Einerseits neue Trassen vorzuschlagen, die dann auch in der Untersuchung tatsächlich als gute Trassen sich bestätigt haben. Andererseits haben einige auch gesagt, sie haben bewirkt, dass sie die Umweltplaner, die ja nicht aus der Gegend sind, auch darauf hinweisen konnten, wo sind empfindliche Räume. Natürlich, das lokale Wissen der Menschen, die hier wohnen, ist unheimlich wertvoll, dass der von fern herbeigereiste sozusagen auch weiß, aha, wo sind da Besonderheiten. Also das haben sie bewirkt. Und auch andererseits haben sie dann erwähnt in dieser Runde, sie haben auch bewirkt, dass ganz sinnlose Trassenvarianten ausgeschieden wurden und nicht mehr vertieft untersucht wurden. Die Auftaktveranstaltung war für mich sehr anstrengend. Also das war so energetisch mit der Gruppe, da war sehr, sehr viel Misstrauen, das auch davon kam, dass schon in der Vergangenheit sehr negative Erfahrungen mit solchen Prozessen bestanden, das auch davon kam, dass diese Bedarfsfrage gar nicht geklärt war. Das war schon sozusagen Bundesgesetz, aber eigentlich haben die Leute nachvollziehbarerweise Fragen offen gehabt und wir mussten sozusagen an einem Abend eigentlich diese Bedarfsfrage versorgen, gleichzeitig das Projekt vorstellen und wie dieser Prozess ausschauen wird. Und das war sehr, sehr viel mit einer Gruppe, die eigentlich nicht so weit war. Also die hätten noch was anderes gebraucht zum Bedarf, ja, um da abgeholt zu werden. Das war für mich ein hoher Druck und auch energetisch diesen Rahmen zu halten, sehr, sehr anstrengend. Dadurch, dass unser Prozess eigentlich nicht sich um die Bedarfsfrage gedreht hat, sondern schon klar war, es ist festgeschrieben, den Ostbayernring muss es geben, das ist gesetzlich verankert, da rüttelt sozusagen niemand mehr dran. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, da hätten Bürgerinnen und Bürger schon noch gerne ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit gehabt und, was auch eingefordert wurde, sie wären gern früher, nämlich dann, wenn diese Bedarfsfrage geklärt wird, auch eingebunden gewesen. Das war bei uns nicht möglich, aber ich denke, wenn man eben wirklich die Energiewende rasch schaffen will, sehe ich dort noch Bedarf, sich auch Beteiligungsprozesse zu überlegen. Die werden anders sein als unsere hier, weil das sind natürlich viel abstraktere Fragen und möglicherweise wird man dann mehr mit NGOs zusammenarbeiten, möglicherweise mit
weniger Bürgerinnen und Bürgern. Also es werden andere Beteiligungskreise sein aus meiner Sicht. Aber ich glaube, dass solche Grundsatzfragen, braucht man das überhaupt? Und welche von diesen Strecken, die vorgesehen sind, braucht man wirklich? Also wenn man sich das noch mit Beteiligung anschaut, könnte man einen großen Schritt noch voran machen und ja, die Energiewende gelingt dann vielleicht noch besser oder vielleicht noch schneller. Ich glaube, das, was der Prozess schon zeigt, ist, dass dieser Ansatz vor dem formalen Verfahren Beteiligung auszuprobieren, dass das sich schon bewährt. Also ich habe jetzt wieder den Eindruck, heute war ja gerade die Vorstellung, was ist im formalen Verfahren möglich. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, wie eingeschränkt das ist im Vergleich zu dem, was jetzt eigentlich möglich war mit Gestaltung. Wenn man sich vorstellt, wie wäre es ohne dem gelaufen, dann würde irgendwann einmal ein fertiger Planentwurf zur Stellungnahme ausgelegt. Die Menschen wüssten gar nicht, was ist das jetzt, wie kommt das zustande, wer hat da irgendwas heruntersucht und fühlen sich fast vor vollendete Tatsachen gestellt. Natürlich können sie Stellungnahmen einbringen, aber ob die dann noch wirklich wirkungsvoll sind, wage ich zu bezweifeln. Also an anderen Beispielen sieht man, Stellungnahmeverfahren sind viel, viel, viel zu spät. Es ist dann schon ganz viel entschieden, was man durch eine Stellungnahme gar nicht mehr revidieren kann. Ja. Ja? Und diese frühzeitige Öffnung vor dem formellen Verfahren schafft die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten. Mhm. Also ich verstehe alle Menschen, die sich ganz grundsätzlich bei Unternehmen fragen, ob sie Beteiligung machen, um einfach sich Akzeptanz zu erkaufen. Ich sage es einmal überspitzt. Ja. Und ich glaube, man muss auch als Unternehmen das verstehen und man muss sozusagen dieses Vertrauen erwerben, dass man es ernst meint. Das hat was mit einer Grundhaltung zu tun, mit der man den Leuten begegnet, aber auch ganz sachlich, was tut man tatsächlich? Also das Wollen zeigt sich dann auch im Tun. Deswegen sagen viele Menschen jetzt nachvollziehbarerweise, wie sie es wirklich beurteilen, sehen sie am Ende. Ich finde aber auch grundsätzlich zu hinterfragen, ist es die richtige Rolle? Sind die Unternehmen diejenigen, die sozusagen freiwillig beteiligen sollten und wo es von ihrem Goodwill abhängt letztlich? Also wenn das sozusagen etwas ist, was dem allgemeinen Wohl dient und wo es einen besseren Interessensabgleich gibt, ja, dann müsste eigentlich, glaube ich, die Behörde oder von mir aus auch ein Gremium, ähnlich wie dem TUT, wo Behörden und alle möglichen anderen zusammensitzen, dafür die Prozessverantwortung übernehmen. Ja, das heißt sozusagen, das zu steuern, darauf zu schauen, das zu finanzieren und so weiter, dafür zu sorgen, dass es ein guter Prozess ist. Ich bin nicht sicher, dass das Unternehmen da grundsätzlich der richtige Adressat dafür ist. Und das würde für mich auch heißen, jetzt kein Vorwurf an das Unternehmen, sondern ganz grundsätzlich, und würde für mich auch heißen, zu hinterfragen, wie das bisher in dem offiziellen Verfahren läuft und ob das nicht auch um sinnvolle Elemente erweitert und weiterentwickelt werden kann, die wir halt sozusagen jetzt dazu basteln, letztlich im informellen Verfahren. Ja. Also die Dinge, die ich als schwierig erlebt habe, waren hauptsächlich, dass die Rahmenbedingungen sich oft entweder verändert haben oder noch nicht klar waren. Das heißt, Rahmenbedingungen wie zum Beispiel, wie breit ist so ein Korridor? Braucht es einen Korridor überhaupt? Oder reden wir von Linien im Raumordnungsverfahren? Wie weit darf man von der Trasse abweichen, wenn sich ein Hindernis ergibt, wo man sagt, so ein Hotspot, muss man dann schnellstmöglich wieder auf die Trasse zurück? Da gibt es so ein Bündelungsgebot, wird es genannt. Oder darf man auch sozusagen einen größeren Bogen machen, wenn sich dort ein besserer Weg anbietet? Grundfragen, wie grenzt sich den Beteiligungsraum ab? Sozusagen, wenn richte ich mich nach politischen Grenzen, da wo die Gemeinde endet, vielleicht macht es aber Sinn, gerade dort die Trasse noch ein bisschen weiterzuführen. Wenn die andere Gemeinde betroffen ist, konsultiere ich die gesamte Gemeinde oder nur die Bevölkerung, die dort einbezogen ist? Wie binde ich dann die politischen Vertreterinnen ein? Ja? Das sind so Grundfragen, aber genauso gehört dazu, kann ich im Raumordnungsverfahren dann mehrere Varianten einreichen? Werden die gleichwertig geprüft oder muss der Vorhabensträger eine Variante als Vorzugsvariante kennzeichnen? Welche Auswirkungen hat das? Das waren Grundfragen, an denen wir uns unendlich lange abgearbeitet haben und die sich immer wieder auch verändert haben. Und ich habe für mich gelernt, dass das nichts ist, was wirklich gut im Gesetz geregelt ist, zumindest in Bayern, sondern wo es wirklich ein Verhandlungsprozess zwischen dem Vorhabensträger und der Behörde ist, der sich auch verändern kann.
Aber es macht es für das Beteiligungsverfahren sehr, sehr schwierig, weil damit der Handlungsspielraum ganz anders ist. Es sind andere Menschen betroffen, es ist anders möglich, viel oder wenig mitzuentscheiden. Und das macht es natürlich schwierig. Also es waren ein paar besondere Momente für mich. Gehäuft haben sie sich beim letzten Workshop des Trassenuntersuchungsteams, wo es ja darum gegangen ist, die Untersuchungsergebnisse gemeinsam anzuschauen. Und bei einigen Untervarianten, also bei kleinen Trassenteilstücken, auch zu entscheiden, gemeinsam im TUT zu entscheiden, welche der beiden untersuchten Varianten soll jetzt in die Hauptvarianten aufgenommen werden. Und es ist wirklich gelungen, diesen Gemeinwohlblick zu verkörpern und bei dieser Entscheidung, soll es jetzt die Trasse A oder B werden, an alle Menschen, die hier leben, zu denken und auch an die Umwelt zu denken. Und da gab es ein ganz besonderes Statement von einem Mitglied des TUTs, der dann gesagt hat bei so einem Trassenvergleich, naja, mein Herz wäre für Variante A, wo er persönlich weniger betroffen wäre. Aber mein Hirn wäre für Variante B, das die Variante, die eben aus Gemeinwohlsicht die bessere ist. Und das war für mich wirklich ein ergreifender Moment, wo das so gelungen ist, so über den eigenen Tellerrand zu schauen und an viele, die hier wohnen, zu denken. Das war sehr schön und erfüllend für mich. Also mir hat sehr gefallen die Trassenrundfahrt, weil ich das Gefühl gehabt hatte, da hat man wirklich gesehen, um was es eigentlich geht. Manchmal, wenn man so an Plänen sitzt, ist es relativ abstrakt, für mich zumindest, als Sachleihe, sage ich mal. Und ich glaube, so ist es auch vielen anderen gegangen. Selbst die Gegend kennen, haben nochmal mit einem anderen Blick drauf geschaut, wie wird das ausschauen mit einer Trasse. Und dieses gemeinsam unterwegs sein, glaube ich, ist auch für die Gruppe ganz gut gewesen. Die Veranstaltung heute hat mich gefreut, dass irgendwie so die Leute sich eingebracht haben, auch die Bürgermeister, die im Süden, also konkret das Kirchendämme in Reut, der Dr. Kellner, der sich am Anfang sehr geärgert hat und das Gefühl gehabt hat, seine Gemeinde muss sich danach richten, was in Windisch-Eschenbach entschieden wird. Da habe ich das Gefühl, wir haben eine gute Lösung gefunden, wie das nicht der Fall ist, sachlich. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Da wünsche ich mir, dass immer klarer wird, dass die Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern einen Mehrwert bringt. Natürlich ist es ein Aufwand, die Auseinandersetzung und das Reden miteinander. Und es war bei uns ja auch im TUT immer wieder das Gespräch, ja, es war schon aufwendig und so weiter. Das ist klar. Aber dass hier verstärkt erlebt werden kann, diesem Aufwand steht auch wirklich ein greifbarer, spürbarer Nutzen gegenüber. Und ich wünsche mir, dass dann in 10 Jahren, wenn es diese Trasse gibt, die Bürgerinnen, die da jetzt mitgemacht haben, mitgewirkt haben, ihre Zeit investiert haben, ihr Wissen eingebracht haben, dass die dann sagen, okay, summa summarum, es ist fair zugegangen, wir wurden ernst genommen, uns ist bewusst, irgendwo muss diese Leitung stehen, wir sehen das ein, wir haben das Gefühl, es ist eine gute Lösung rausgekommen und wir können damit leben. Ich kann mit dem anschließen und für mich gehört dazu auch noch, das hast du vielleicht auch ausgedrückt mit dem die Erfahrung machen, dass der Erfolg solcher Beteiligungsverfahren nicht nur rein am sachlichen Outcome gemessen wird, sondern auch gesehen wird, dass da eben ganz viele Lernerfahrungen stattfinden, von denen ich gar keine Ahnung habe, wie die wirken. Das kann sehr langfristig sein. Also es kann sein, dass Menschen später, die so einen Beteiligungsprozess mitmachen, in eine Situation kommen, wo es potenziell kontrovers ist und man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich was Schwieriges. Um sich dann bewusst oder unbewusst zurückzuerinnern, dass das auch etwas war, so eine Trasse ist schwierig. Also sozusagen, das ist wirklich nichts Schönes für viele Menschen und da muss man gemeinsam eine Lösung finden. Und wenn das gut gelingt, kann das einfach eine Ressource für viele Menschen auch so sein, wie es gehen kann, die in ganz einem anderen Kontext plötzlich angewendet werden kann. Ja? Und das hat viel mehr mit zu tun mit einer Haltung, mit der man da rangeht.